Ich arbeite immer wieder mit Jugendlichen, habe Stückentwicklungen gemacht, manche haben bei mir mitgespielt, die sehe ich auch zum Teil, in Alles, was dein Herz begehrt oder Wir sind Faust. Und jetzt soll es Momo werden. So, Ostern 2024. Ich freue mich sehr über den Zuspruch. Erstes Treffen war an der Hallhalle, nicht hier im Globe, sondern drüben. Ich glaube, da kamen über 70 Leute. Also wir waren ja über 70 Teilnehmer am Anfang, die sich da zusammengefunden haben, die alle mitspielen wollten. Ich kannte vom Sehen vielleicht 4, 5, 6 und intensiver 3, 4. Und ich war total überwältigt am Anfang, da waren so viele Leute da. Und die Martina hat es aber so toll gemacht, mit dem sich vorstellen und mit der roten Nase dann auf und die Spiele, die Kennenlernspiele, die man dann gemacht hat, dass es das Eis gebrochen hat. Ich war irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil es waren halt so viele Leute und ich habe damit gar nicht gerechnet. Vor allem kannte ich total viele schon, wo ich auch ein bisschen überrascht war. Also es waren einige Treffen am Anfang in der großen Runde. Ich glaube, in dem ersten Treffen nach meinem Urlaub kam ich dann und dann hieß es, heute sind wir im Globe. Momo, ich kannte das Stück Momo nicht. Ich weiß, es war ein Kinderstück, aber es geht um die Zeit. Und die Zeit ist ja so ein absolutes Thema. Also es ist ja passt ja in die heutige Zeit genauso wie vor 50 Jahren, wenn nicht noch mehr. Und was da mit uns passiert, in diesem ganzen Zeitgeschehen und was das mit uns macht, das ist eigentlich ja, die unendliche Geschichte. Und das finde ich sehr, ist eigentlich sehr philosophisch. Von der Jugendzeit an, wo ich es gelesen habe, ein sehr politisches Stück ist und das hat mich total fasziniert, was hier an gesellschaftskritischen Aussagen drin steckt. Und das war der Hauptgrund, weil ich gedacht habe, hier ist vielleicht mal eine Plattform, wo man dieses Stück auch in der Öffentlichkeit einbringen kann und das Thema rüberzubringen. Sehen Sie, lieber Herr Fusi, Sie verschwenden Ihre Zeit. Der letzte Stand ist dieses sogenannten Bürgertheaters, 42 Erwachsene. Plus Kinder und Jugendliche. Und dann spielt noch ein Kollege mit, der Dirk Weiler, und der spielt den Meister Hora. Ich spiele die Schildkröte, Cassiopeia. Nur Cassiopeia weiß ich. Wer ist das? Meister Hora Schildkröte. Ja, genau, da war die Fragerunde nach dem zweiten Termin. Ja, was wollt ihr denn machen? Und dann kamen wir bis zur Hälfte und Martina meinte dann, oh, wir bräuchten aber noch eine Momo. Und dann meinte ich direkt, ich will die Momo spielen. Dass ihr hier sitzt und euch unterhaltet, du vielleicht mal noch mal zu den Uhren gehst, wenn du über die Zeit nachdenkst. Das würde mir jetzt plausibel sein, dass sie da irgendwie versucht, noch mal irgendwie zu gucken, was ist die Zeit, das irgendwie anzufassen oder so. Dann wieder zurückkommt, dann das übergeht zu dem in den anderen Raum mit den Blüten und so. Also so kann ich mir das eigentlich vorstellen. Am meisten Spaß macht es, auf der Bühne zu sein und mitzuspielen und das Aufwärmen. Heute ist Aufwärmen ja super, es hat mega Spaß gemacht. Ja, aber wir sind irgendwie sehr schnell als Gruppe zusammengewachsen. Also mit voll vielen unterhalte ich mich auch jetzt immer wieder zwischendrin, bei den Proben, bei der Anprobe. Und das ist echt toll, dieses Miteinander finde ich schon sehr schön in diesem Stück. Und weil Momo eigentlich auch kein Mensch jetzt ist in, oder kein Kind in dem Sinne, sondern etwas, was einfach da war. Und die Leute können es nicht erklären. Es ist eigentlich so wie ein Engelchen, das Frieden bringt, also auch zwischen den Menschen. Danke, Momo. Also ich glaube, ich hätte am wenigsten erwartet, dass es mit so vielen Leuten so gut klappt. Aber es hat sich so eine tolle Gruppe jetzt hier gebildet. Es ist so ein tolles Miteinander. Es macht mega Spaß und wir sind auch ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Menschen. Aber genau das macht es aus. Jeder ist total offen und es ist sehr, sehr schön. Ja, letztes Mal habe ich das auch gesagt. Ich fühle mich wie in so einer kleinen Familie, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Eine Woche sei es dann schon so, dass einmal die Probe ausgefallen ist, dass man gesagt hat, oh krass, jetzt ist man wieder in einer kleinen Familie, wo man sich aufgehoben fühlt. Ja, wie gesagt, wir sind eine große Familie, wir machen das alles zusammen und es macht richtig Spaß.
Und wenn man dann sieht, was so zustande kommt, das ist faszinierend. Also finde ich ganz, also ich mag das total gern. Ich kenne das, glaube ich, ja nur als Zuschauer. Und als Zuschauer stellt man sich immer vor, wie das wohl sein mag da hinten dran. Das ist ja die Magie des Theaters. Man sieht eine Bühne, man sieht die Kulissen, man sieht das Licht. Es ist für mich keine Anstrengung, es ist einfach Spaß und Freude und ich gehe erfüllt aus der Probe heraus. Dass es trotzdem so viele Leute sind, so viel Struktur gibt und wir uns so gut verstehen und wir vor allem so gut miteinander arbeiten können. So viel erwartet habe ich gar nicht in dem Sinne. Es ist viel größer geworden, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Es ist ein Riesenprojekt. Wir proben schon so intensiv und so lange und jetzt langsam geht es in die Endphase. Also eigentlich freue ich mich. Also noch bin ich nicht aufgeregt. Wird es da wahrscheinlich anders sein, aber ich freue mich eigentlich ziemlich drauf. Gerade funktioniert alles, wo ich beteiligt bin. Deshalb habe ich noch nicht welche Aufregung, aber wenn ich dann nicht weiß, wie genau das ablaufen wird, dann glaube ich, kommt schon ein bisschen mehr Aufregung. Aber Stand heute noch nicht so wenig. Aber ich weiß, dass es dann kommt vor der Premiere. Wenn ich für mich selber den Überblick habe, wie das Ganze durchläuft, dass ich weiß, in welchem Bild mein Platz ist. Ja. Und wenn ich das Intus habe, dann bin ich freudig offen für die Premiere. Ja, genau.